So, herzlich willkommen zum zweiten Teil im ETS 2 mit der neuen Mod-Vorstellung für den MAN Diesel 520 HN und das als Sattelschlepper. Mit dem Auflieger dazu, mit dem Auflieger-Kipper. Wohlgemerkt, der hat hinten nur zwei Achsen, also insgesamt fünf Achsen. So, dann werden wir mal in die Vollen gehen, zum Händler. Ich meine, wählen ihn aus und tun es, hier ist nichts zu machen. Das wäre, Moment, der hier. Genau. Hier wäre 136 bis 525, genau. Na komm, will er nicht. Das bleibt alles das Gleiche, hier auch. Ja, ja. Aber das wisst ihr ja auch. Wir nehmen wieder die Farbe, was jeder selbst machen kann, ja sowieso. Hier geht gar nichts weiter. Das sind die Anschlüsse da. Das ist selbstredend. Hier bist du ja auch. Dann haben wir hier, was haben wir hier, genau. Wir machen einmal mal Chrom, weil es etwas besser aussieht. So, das, je nachdem, jetzt seht ihr ja, hier hinten kann man auch da, das finde ich natürlich nicht so gut. Aber na gut. Muss auch jeder selbst wissen, wie er das machen will. Ich mach das jetzt einfach mal irgendwas dran da. Das ist ja irgendwie wurscht. Weil wir haben ja den schon fertig. Innen ist das genauso. CB. GPS. Ja, machen wir hier wieder den Teppich hin. Zack, was zu trinken. Zack, zack. So. Ein paar Zeitungen da. So, das war es eigentlich von innen. Das wäre die Zugmaschine. Und wir haben sie auch schön früher gebaut, also kann man doch nicht meckern, ne? Machen wir eine schöne Tour auch mit. So, dann geht's weiter. Dann machen wir einen Rutsch. Und zwar den Auflieger. Den haben wir ja hier unten irgendwo. Da. Da ist er. Ändern. Was können wir hier ändern? Nichts. Da. Entweder auch wieder als Tanker oder so. Wir behalten den so, weil der da so, das ändert sich nichts. So, bei den Rädern wisst ihr auch Bescheid, wie das geht. Da
da wie ein Prachttyp. Wenn das gerne möchte, ich mache das so dann wieder. Und das so schnell ist das erstellt. Ne? Weil ich hätte wirklich lieber statt den Kipper, hätte ich lieber hier so einen festen Aufbau, ne? Also als Planaufbau. Wäre besser gewesen, also, finde ich. Aber sonst, alles klar, kann man nicht meckern. Wir haben ihn schon. Und so sieht er aus. Insgesamt. Tut macht er auch. So, gucken. So, können wir mal einsteigen? Das ist mal GPS da, das ist ja nur Info. Ach, der hat hier gar kein GPS. Hab ich gar nicht drin. Moment, da muss ich ja mal zur Werkstatt schnell hin. Hoho, da wäre jetzt beinahe was gewesen. Gleich nochmal schnell das. Ich dachte, ich hätte da drinne. Ganz vergessen dann. So. Da. Das hätte ich ja beinahe was vergessen. Na komm. Nee, innen rein. Hier, fehlt. GPS. Na, das ist ja nur Info. Infobox. Genau. Bestellen. Genau, so ist das richtig. Elsa mal bei. Schlafen können wir hier nicht. Vielleicht auf die Bank. Ist lang genug, da kann man sich wohl hinlegen. Ja, dann wäre der eigentlich. Moment, wir können ja noch mal was probieren, dass es auch geht. Die funktionieren auch. So. Aus. So, das war es von dem MAN Diesel 520 HN mit Auflieger-Kipper. Also keine Sorge, wir machen auf jeden Fall mit beiden Teilen noch eine Tour. Bevor hier die 147 am Start kommt. So, dann bedanke ich mich für das Interesse und sage Dankeschön und Tschüss. Euer Hans Dampf aus Berlin, der Trucker-Opa.